Eigentlich brüten Marion Gaspar und Sabine Wilhelm über Zahlen und Buchungen. Seit Jahren führen sie in Wendlingen am Neckar ein Buchhaltungsbüro. Doch die Liebe zu heimischen Früchten von der Streuobstwiese und der Kocherei veränderte das Leben der beiden Freundinnen vor rund einem Jahr. Marion Gaspar hatte auf ihrer Wiese unterhalb der Burg Teck Marillen gepflückt und diese zu einem Chutney verarbeitet. Guck mal, Sabine, ich habe Chutney gemacht aus den Mirabellen. Das ist super geworden. Toll, aber was soll ich mit dem großen Glas anfangen? Essen? Nee, das ist groß. Das geht bei mir kaputt im Kühlschrank. Aber weißt du was? Kleine Gläser, das wäre die Idee. Das wäre eine super Idee. Dadurch hatten die beiden eine Marktlücke entdeckt und entschlossen sich, mit Chutney im Minigläschen ein zweites Standbein zu schaffen. Also die Idee war jetzt einfach, das in kleine Gläser zu machen für die Einzelhaushalte, für kleine Familien, die einfach auch die Vielfalt dann genießen wollen von unseren Chutneys, die kleine Portionen. Und wenn Familien da sind, die ein bisschen mehr brauchen für Kinder, haben wir auch die etwas größeren, aber trotzdem in einer kleinen Portion immer noch, dass man einfach auch diese Nachhaltigkeit hat, dass man das Produkt einfach genießen kann und nicht wegwerfen muss. Chutneys gehören heutzutage auf jeden reich gedeckten Tisch und bringen frischen Pep für viele Gerichte. Man kann es aufs Brot streichen, man kann es auch zum Käse essen, ganz delikat. Zum Fleisch ist es sehr gut, zum Wild, wenn jetzt die Wildsaison anfängt. Und man kann es aufs Buffet stellen und einfach genießen. Das Buchhaltungsbüro wird für die Chutney-Produktion zur Küchenlandschaft. Die Zutaten werden vorbereitet, geschnippelt und fein säuberlich zerkleinert, bevor sie nach und nach in den Kochtopf wandern. Nach 3 Minuten Aufkochen füllen die Chutney-Ladies die gelierte Masse in Gläser ab, verschrauben diese und stellen sie auf den Kopf. Die beiden Damen bewahren sich ein Ritual bei jeder Kochsession. Den letzten Löffel aus dem Kochtopf genießen sie nach getaner Arbeit gemeinsam.